Hallo, bitte wachen Sie auf. Bitte, bitte, Sie müssen mir helfen. Ich glaube, die wollen mich umbringen. Verstehen Sie mich? Bitte, bitte, Sie müssen mir helfen. KF bekommen. KF braucht Verstärkung. Morgen, Herr Naseband. Hallo. Wie geht's Ihnen denn heute? Ich bin immer noch hundemüde. Das wundert mich. Dann schauen wir uns doch mal Ihr Schlafverhalten der letzten 3 Tage gemeinsam an. In der ersten Nacht haben Sie nicht so gut geschlafen. Nee, da habe ich noch weniger geschlafen als zu Hause, nämlich gar nicht. Darum haben wir Ihnen in der zweiten Nacht ein leichtes Schlafmittel verabreicht. Da habe ich geschlafen, aber höchstens 3 Stunden. Herr Naseband, schauen wir uns das mal gemeinsam an. Das ist Ihr EKG. Hier sehen Sie, in circa 1 Uhr sind Sie eingeschlafen. Also vor 4 werden Sie langsam unruhig. Und das ist auch der Grund, warum hier die Frequenzen hochgehen. Und nach 4 waren Sie dann wach. Und das ist nur der Grund, warum wir Ihnen natürlich jetzt mal ein stärkeres Medikament gegeben haben. Also ich habe gestern geschlafen, aber ich fühle mich immer noch hundemüde und bin immer noch total kaputt. Was ist denn hier passiert, hier wo die Ausschläge sind? Vermutlich haben Sie da stärker geträumt. Herr Naseband, um ehrlich zu sein, wir haben Ihnen in der letzten Nacht ein Placebo gegeben und das spricht dafür, dass Ihre Schlafprobleme keine organischen Gründe haben. Aber es gibt natürlich auch noch andere Präparate, ich möchte mal sagen experimentelle Präparate. Die setzen anders an als die gewöhnlichen Barbiturate. Das ist vielleicht etwas, worüber Sie mal nachdenken sollten. Also ehrlich gesagt habe ich eigentlich keine Lust, hier das Versuchskaninchen zu spielen. Da könnte man aber... Ich glaube, es reicht. Du bist nicht mehr in der Forschung. Vielen Dank, okay? Ja, aber noch was ganz anderes. Ich hatte heute Nacht das Gefühl, dass weil meine junge Frau ja mal im Bett stand und mich um Hilfe gebeten hat. Ja gut, vermutlich haben Sie das nur geträumt. Physisch scheint bei Ihnen wirklich alles in Ordnung zu sein. Wir tippen bei Ihren Schlafproblemen auf psychische Hintergründe. Hm. Ja, und das ist ja bei Ihrem Job auch wirklich nicht verwunderlich. Fangen Sie wirklich an, Ihren Stress runterzufahren. Es geht um Ihre Gesundheit, das ist wichtig. Ja, das ist leichter gesagt als getan, Herr Doktor. Aber gut, okay. Vielen Dank erstmal. Ja. Gern geschehen. Auf Wiedersehen. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hey, Kollege. Gut geschlafen? Geht so. Ja, ich habe Kopfschmerzen. Versuch gar nicht erst mich aufzuheitern, okay? Ja. Bitte, Sie müssen mir helfen. Bitte. Halt mal kurz. Entschuldigung? Ja? Ach, tut mir leid, ich hab Sie wohl verwechselt. Kein Problem. Kennst du die? Nee, ich hab die irgendwie geirrt. Das ist ein schlechter Trick, Mann. Man, die ist doch viel zu jung für dich. Aha. Ist ein Clown gefrühstückt heute, oder was? Ja. Ja, Alex, geht so. Ja, klar können wir das machen. Wo? Okay, ja, wir fahren dahin. Jo, ciao. Eine weibliche Leiche, hier in einem Park ganz in der Nähe. Können wir fahren da mal hin. Tasche darfst du tragen. Hey. Hallo Michael. Wie war es im Schlaflabor? Frag mich, was kannst du uns sagen? Na, junge Frau, zwischen 20 und 30 etwa. Todesursache sei ein Messerstich, wahrscheinlich die Lunge. Ich würde sagen, zwischen Mitternacht und 4 Uhr in der Früh. Sie hat einige Hämatome, die schätze ich aber schon älter ein. Also die haben nichts mit dem Todesgeschehen zu tun. Ja, noch was, hier ist sehr wenig Blut. Also ich glaube nicht, dass es sich hier um den Tatort handelt. Bitte wachen Sie auf. Bitte, bitte, Sie müssen mir helfen. Ich glaube, die wollen mich umbringen. Michael, alles okay? Du siehst aus, als hättest du ein Gespenst gesehen.
kenne die Frau. Ich habe die gestern im Schlaflabor gesehen, gestern Nacht. War sie auch eine Patientin? Sie kam mitten in der Nacht in mein Zimmer und wollte Hilfe. Ich habe das Ganze irgendwie für einen Traum gehalten. Michael träumt von toten Menschen. Das ist unter Umständen nicht witzig, Robert. Hey, ihr beiden. Ich habe die vorne im Mülleimer gefunden. Vielleicht gehört sie ja dem Opfer. Danke. Ist ein Handy dran? Musst du mal gucken, wie sie gerade bin. Ja, das ist sie. Claudia Tresco, 27 Jahre alt. Was ist denn? Komm zurück oder ich bring dich um. Von einem Olaf. Sag Alex, dass wir mal rauskriegen, wer dieser Olaf ist. Alles klar. Olaf Tresco, der Ehemann der Toten. Sie hat ihn zweimal angezeigt wegen Körperverletzung. Die Anzeigen aber jedes Mal zurückgezogen. Ist doch jedes Mal dasselbe. Sonst noch was? Mhm. Allerdings, da läuft eine Bewährungsstrafe. Unerlaubter Waffenbesitz und Körperverletzung. Mhm. Das heißt, wenn seine Frau ihn noch mal angezeigt hätte, wäre er vielleicht dafür in den Knast gegangen. Ich fahre mit Robert da direkt hin. Ja, können wir das vielleicht kurz halten, weil ich habe noch was Wichtiges zu tun. Gut, wie Sie wollen. Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass wir Ihre Ehefrau tot aufgefunden haben. Sie wurde ermordet. Also, Claudia hat vor 3 Tagen mit mir Schluss gemacht. Ich wusste auch nicht, wo sie ist die ganze Zeit. Ich habe eigentlich gehofft, dass sie wieder zurückkommt. Schöne Vorstellung. Nur leider Abzüge in der B-Note hier. Die SMS ist doch von Ihnen, oder? Die oberste. Sie haben Ihre Frau geschlagen. Mehrfach sogar. Wir wurden deswegen von ihr auch angezeigt. Die Anzeige wurde zurückgenommen. Ich und Claudia, wir haben halt eine sehr leidenschaftliche Ehe geführt. Ich habe meine Frau geliebt. Ich gehe mal kurz rein im Feuerzeug. Das ist ja ein netter Versuch, ja. Aber ich habe keinen Bock, Ihnen später hinterher zu laufen. Wo liegt das Feuerzeug? Auf dem Tisch. Oh, nee, Dreier mach ich nicht. Ich gerade auch nicht. Kriminalpolizei. Und was ist mit Olaf? Olaf? Der hat gerade eine Verabredung mit uns. Das glaube ich jetzt nicht. Was ist mit meinen 300 Euro? Das ist mir scheißegal. Ich habe gerade ganz andere Probleme. Meine Frau ist umgebracht worden. Und du verschwindest jetzt. Alter, verarschen lasse ich mich nicht von dir. Tja, gut, Herr Tresco. Sie haben Ihre Frau also geliebt, ja? Frag ich mich natürlich, warum Sie die Dame bestellt haben. Das geht Sie einen Scheißdreck an. Scheiße. Wo waren Sie heute Morgen zwischen 0 und 4 Uhr? Zu Hause? Zeugen. Nein, leider nicht. Ich bin leider erst morgens auf die Idee mit der Mutter gekommen. Aber das ist doch scheißegal. Ich habe die Schlampe umgebracht. Die hat sich mal für was Besseres gehalten. Sie geben also zu, dass sie ihre Frau umgebracht haben. Was? Ich habe Claudia nicht umgebracht. Gut, die Spurensicherung wird sich immer umsehen, ja? Haben Sie einen Durchsuchungsbeschluss? Den kriegen wir schneller, als Sie glauben. Gut, kann ich jetzt mal reingehen und mir ein Feuerzeug holen, das funktioniert, ja? Sie bleiben aber schön da, wo ich Sie sehen kann, ja? Ja, ja. Was ist denn los mit dir, Mann? Der Typ hat kein Geständnis abgelegt, noch nicht mal annähernd. Ich weiß nicht, ich hab seit heute Morgen so komische Aussätze, also eigentlich schon seit letzter Nacht. Spann mal ein paar Tage aus, okay? Ich hab das alles im Griff, echt. Wir machen es jetzt so. Ich bleib hier und warte auf den Durchsuchungsbeschluss und du fährst nach Hause, okay? Okay.
besorgt den Beschluss und fahre dann eben kurz beim Doc vorbei.